Ping pong, ping pong, ping pong, ping. Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch das Spiel VR Ping Pong Pro und ja, ich habe es gezockt mit der Oculus Rift S und den neuen Oculus Touch Controllern mit dem Kiwi Upgrade, sage ich mal. Und ja, ließ sich ganz gut spielen. Davon mal abgesehen, dass ich das Spiel überhaupt nicht kann. Also ich kann überhaupt keine Spiele, wo ein Schläger und ein Ball vorkommt irgendwie. Also Tennis, Tischtennis, Golf könnte ich wahrscheinlich auch nicht. Und ja, so zieht sich durch mein ganzes Leben. Also ich kann es auch wirklich nicht so gut. Aber ich wollte es trotzdem für euch testen. Und ja, das habe ich auch gemacht. Ist ein echt cooles Game. Also gefällt mir. Also vom Look her, von der Physik her war es ganz gut. Und ja, mehr gibt es da eigentlich auch nichts zu sagen. Mich interessiert natürlich, wenn ihr das Spiel gespielt habt und ihr spielt auch in Wirklichkeit Tischtennis. Ja, wie ist das für euch, das Feeling? Gefällt euch das? Oder sagt ihr, nee, das ist überhaupt nicht realitätsnah? Ja, für mich kam es jetzt realistisch vor, aber da würde ich gerne eure Meinung auch wissen. Ja, schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Und ja, hier sind wir auch schon. Rezensionen sind ausgeglichen, also 61% von 18 haben gesagt, ist positiv, die anderen negativ. Also ich kann mich da auch gar nicht zu äußern, wirklich, oder möchte ich auch nicht, weil ich dort einfach zu schlecht bin in dem Spiel. Aber so vom Look her, also die Locations, die es da gibt, die sind echt cool gemacht. Also überall sind auch immer Zuschauer. Dann gibt es noch so einen, ja, wirklich einen Turniermodus und ja, da spielt man in einer richtig großen Halle, das zeige ich am Ende vom Spiel mal ganz kurz und das ist echt cool, also das war ein richtig cooles Feeling meiner Meinung nach. Spiel ist nicht ganz günstig, also momentan noch im Angebot für 20 Euro, danach 24,99, also 25 Euro ist nicht wenig, aber ja, wer jetzt solche Spiele mag, Tischtennis gerne mag, für den ist es mit Sicherheit nicht so viel. Die Umsetzung sieht ganz gut aus. Es gibt einen Einzelspielermodus, es gibt Mehrspielermodus und ja, was ich jetzt noch bemängeln muss, das sage ich gleich auch im Spiel, dass ich nicht geschafft habe, den Schläger auch wirklich in den linken Controller zu bekommen. Also scheinbar gibt es dann noch keinen Linkshänder-Modus. Der sollte aber definitiv nachgereicht werden, also das ist echt mega wichtig. Unterstützt werden hier, wie wir sehen, HTC Vive, Oculus Rift und die Rift DK2. Ich habe mit der Rift S gespielt und ja, hatte kein Problem, also lief alles ganz gut. Ich habe es jetzt nicht mit der Valve Index ausgetestet. Was ich bei der Rift S aber ja, gemerkt habe, wenn man spielt. Und ja, die Rift S hat natürlich kein großes Field of View. Und ein Ball ist dann irgendwo hier und man will eigentlich noch irgendwie dahin schlagen, dann sieht man ihn halt nicht mehr. Dann muss man hingucken und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Also das habe ich jetzt so ein bisschen ja, zu bemängeln, was ja, Field of View und das Spiel angeht. Schwierigkeitsgrade kann man, ich glaube, 1 bis 6 einstellen und ich habe auf 1 gespielt und das war für mich völlig ausreichend. Also es war ein Kampf da echt zu gewinnen. Ich denke mal, wenn ich jetzt mal, weiß ich nicht, mal ein paar Tage hintereinander spielen würde, würde ich mal wahrscheinlich auch ein bisschen besser werden und würde mich dann ein bisschen nach oben kämpfen und hätte dann vielleicht 2 oder 3 an Schwierigkeitsgrad einzustellen. Aber ansonsten war das schon ganz okay. Lief flüssig das Spiel, also ich habe jetzt nichts zu bemängeln. Ja, ich würde sagen, schaut euch einfach das Gameplay an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay Leute, willkommen bei VR Ping Pong Pro. Hier sind wir im Menü. Gehen wir mal ganz kurz die Settings durch. Ja, hier haben wir Sprachen, ne, steht schon auf Deutsch, kann jeder einstellen, wie er möchte. Ja, Einstellungen haben wir jetzt hier Aufschlagmodus, ob wir zweihändig oder einhändig aufschlagen wollen. Bei zweihändig muss man noch mit der anderen Hand an den Ball halt hochschmeißen und dann schmettern. Hier können wir uns die Schlägerrotation einstellen. Also ist ganz praktisch, wenn man denkt, okay, der Schläger fühlt sich irgendwie nicht gut an. Kann man das noch ein bisschen umstellen, wie man das möchte. Schlägerdistanz, wie weit der Schläger weg ist, ne? Dann die Neigung können wir auch noch einstellen. So, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie er das möchte. Dann können wir die Spielergröße noch einstellen, wie hoch der Tisch und so weiter ist. Spielerdistanz auch. Ja, Audio sagt halt alles, ne?
können wir halt die Audiospur so ein bisschen runterregeln. Ja, hier haben wir die Regeln selber. Hier können wir Skins freischalten für Schläger und Ball. Haben aber noch nichts freigeschaltet. Und ich habe jetzt auf Anhieb nichts gefunden, damit ich den Schläger auch mit links benutzen kann. Also so ein Linkshänder-Modus ist natürlich übel. Muss definitiv rein. Dass ich hier entscheiden kann, okay, ich möchte auch mit dem hier spielen. Ja, hier haben wir so Arcade-Modus, ne? Da gibt's einige Sachen. Können wir auch jetzt eigentlich mal kurz reinschauen. Und vorab, ich bin richtig schlecht in allen Sportarten, die mit einem Schläger zu tun haben. Also, ja, kann echt was Tolles werden hier. Na komm, machen wir mal Goal Table Tennis. Schauen wir uns das mal an. Genau, mit der B-Taste kann ich jetzt hier wirklich nochmal alles einstellen. Ja, wie weit weg ich vom Tisch sein möchte, wie hoch ich bin. Ne, seht ihr ja. Aber so finde ich das schon irgendwie passend. Muss halt ja dann jeder selber einstellen. Die Spielerdistanz kann man dann halt auch anpassen, wie weit oder wie nah man am Tisch sein möchte. Also ist relativ umfangreich, kann man sich schön einstellen, wie man das braucht. Okay, Spiel startet. Ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Wie schlecht ich in dem Game bin hier. Ha! Kann man halt ein bisschen auch üben. Die Grafik sieht nicht immer so aus wie jetzt hier. Das ist nur in diesem Arcade-Modus so. Ich war auch in Real Life noch nie gut in diesen Spielen. Okay, gehen wir mal zurück. Hit the point, Bowling, Table Tennis. Das machen wir noch. Bowling. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ja, ich spiele jetzt hier mit diesen Kiwi Knuckle Oculus Touch Halterungen. Ist echt cool. Macht Spaß damit. Bleib ruhig und treff sie alle. Wie viele Büchsen triffst du mit 25 Bällen? Zeig es uns. Oh Gott. Kann ich den auch? Naja, okay, man muss wirklich. Oh Gott! Ich hab euch gewarnt. Ich bin übelst schlecht. Ja, abgeräumt. Den kriegen wir noch. Ah, okay. Ja, nette Spielerei. Gehen wir jetzt mal ins richtige Gameplay, würde ich sagen. Und ja, hier können wir uns halt das Stadion aussuchen oder den Platz, den Ort, wo man spielt. Hier wäre auch noch mehr Spieler möglich. Hier haben wir Turniermodus. Aber ich würde sagen, was nehmen wir uns mal? Das sieht doch nett aus, ja. Schwierigkeit, ja, auf 1, weil ich übelst schlecht bin. Das ist schon cool gemacht, muss man sagen. So Hinterhof, Ghetto-mäßig, cool, gefällt mir. Macht einen guten Eindruck. So, wenn ich jetzt B drücken, kann ich dann wieder halt alles einstellen, wie ich es möchte. Und A starten, also wir starten jetzt.
Okay, ich habe Aufschlag hier. Okay, Netz. Ah. Okay, der hat Aufschlag. Nicht mit mir. Okay. Ah. Physik würde ich sagen, ist real, also echt gut umgesetzt. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendwie sich der Ball komisch anfühlt. Aha! Wäre cool, wenn da wirklich ein Spieler steht und nicht nur ein Schläger. Oh, der war knapp. Der wäre fast noch drauf gegangen. Ja, der natürlich nicht, der war nicht knapp. Da komm. Scheiße. Ah. Scheiße. Spieler 2 hat den Satz gewonnen. Spiel Seitenwechsel, okay. Andere Position. Alter, ich wollte noch eine Melone essen. Da läuft ein Radio irgendwo. Jawoll. Ah, der hat wieder. Okay. Aber es ist wie in Real Life, ich habe da einfach kein Gefühl für. Aber ich wollte euch das Spiel trotzdem zeigen und vorstellen. Auch wenn ich jetzt hier nicht wirklich gut bin. Läuft auch relativ flüssig. Oder was heißt relativ? Läuft flüssig. Also ich habe jetzt keine Stotterer oder Ruckler drin. Mann! Also immer wenn der Aufschlag hat, habe ich echt schlechte Karten. Glück gehabt. Also der ist genauso schlecht wie ich. Nur, nee, nicht ganz so schlecht wie ich. Ne, wenn so hohe Bälle kommen, also hier fehlt auch dann das Field of View. Die Rift S hat ein relativ kleines Field of View, von daher, ich sag mal, so ist fast schon Schluss. Ja, und da fehlt dann, wenn der Ball dann hier ist, kann man nichts mehr sehen. Das fehlt dann einfach. Auch wenn ich den dann trotzdem wahrscheinlich nicht erwischen würde. So, jetzt muss ich mal punkten, wenn der auch Aufschlag hat. Okay, er hat wieder. Mist. Mann, so schlecht kann doch keiner sein. Boah, den habe ich sogar richtig gut genommen. Jawoll.
Langsam werde ich ein bisschen besser. Ich will aber noch nichts beschwören. Na, Kacke. Ich dachte, der geht aus. Ich wollte eigentlich... Ach, Mist. Ich wollte noch ein bisschen warten. Okay. Der wäre schön gewesen, wenn ich den noch hätte abtropfen lassen vorher. Okay. Hab ich wieder? Ha! Mit Auge! Nee. Komm! Okay. Mist! Ich wollte den schön. Komm drauf! Jawoll! 11, 10. Scheiße! Okay, wir nehmen mal eine andere Map. Komm, nehmen wir die mal. Schwierigkeit war ganz gut für mich. Ach, das war da, wo wir eben schon mal waren. Okay. Haben wir ja schon mal gesehen. Ich möchte euch wenigstens alle Maps so zeigen. Schauen wir uns die mal an hier. Okay, das ist eine Garage. Ja, starten wir, ne? Puh. Grafisch echt gut. Gefällt mir. Scheiße, ich dachte, der geht aus. Okay, gut, dass ich ein bisschen Platz nach hinten habe. Dann kann man auch so nicht die ganze Zeit ganz nah dran stehen. Ach, Netz, Mist. Kann man auch mal schon ein bisschen zurückgehen. Ah, guckst du, ne? Panda. Einzige, was man so ein bisschen zu bemängeln hat, der Ball sieht nicht wirklich real aus. Er sieht so ein bisschen comic-mäßig aus. Ha! Der hat ihn auch angenommen, oder? Was war das jetzt für mich? Na komm. Wäre da gelacht, wenn wir das jetzt nicht mal gewinnen hier. Mist! Ob die KI auch dazulernt? Scheiße. Den hätte ich nicht mehr kriegen können. Komm. Der lacht mich doch aus. Mann! Scheiße. Okay, sieht schlecht aus für mich. Okay, der hat. Ah, es sah eigentlich gut aus für mich. Okay, wir haben. Können wir uns noch mal ein bisschen umgucken? Ping-Pong.
Ein Dart. Okay, ich bin genauso blöd wie der. Na komm. Nicht mit mir. Doch mit mir. Also wenn ihr das Spiel hier habt oder euch noch holen wollt und ihr habt es dann irgendwann gespielt und ihr spielt auch wirklich in Wirklichkeit hier Tischtennis, würde mich interessieren, wie ihr das Spiel hier findet. Also könnt ihr dann definitiv mal in die Beschreibung, in die Kommentare packen. Ob das wirklich dann realistisch rüberkommt, das Ganze hier. Also für mich fühlt sich jetzt echt realistisch an. Aber ich kann auch nichts. Wie man sieht. Die können mich ganz schnell unter Druck setzen, dann kriege ich sowieso nichts mehr hin. Aber Schwierigkeitsgrad finde ich ganz okay. Den Einser, wenn ich jetzt ein bisschen besser werde, müsste man wahrscheinlich öfters spielen, dann hat man das wahrscheinlich dann auch irgendwann drin. Und kann wahrscheinlich dann auch Schwierigkeitsgrad höher stellen. Ja, 1-1 steht's. Na komm. Der kriegt den noch. Ah, da wollte ich mal einen schönen Schmetterball machen. Der Sack, der hat jetzt auf mich abgesehen hier. Mann, was ist denn los? Jawohl. Nee. Also da habe ich auch ein bisschen Hemmung, ganz schnell nach links oder rechts zu laufen. Könnte dann die Wand sein. Also hier ist relativ nah die Wand. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Komm! Zählt der noch? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich meine aber, hat nicht gezählt. Der hat gezählt. Mist. Ja, komm. Den müssen wir schlagen. Ich will auch einmal gewinnen. Ja, so nicht. So definitiv nicht. Jawohl. Ein Skin freigeschaltet. Den gucken wir uns jetzt direkt an. Da haben wir nichts freigeschaltet. Okay, lassen wir so. Grünen Schläger. Das hatten wir noch nicht. Gucken wir uns jetzt an. Machen wir noch ein Match. Okay, chinesischer Garten. Würde ich sagen. Cool. Gefällt mir auch. Starten wir das Match mal. Also der grüne Schläger ist jetzt auch nicht besser. Aber grün ist die Farbe der Hoffnung, ne? Ha.
Oh, der war schön. Also langsam werde ich einen Tick besser. Ach, das darf ich nicht sagen. Karma. Instant Karma. Guckt. Na komm. Dich fegen wir jetzt hier aus dem Garten raus. Na, weinst du? Zurück zu deiner Mama. Mist. Ach. Komm. Yes. Hat er nicht mit gerechnet. Sauhund. Na, damit habe ich auch nicht gerechnet. Jetzt verkacke ich das wieder am Ende. Jawohl, gewonnen. 1-0. War blöd von mir. Blöd von ihm. Ich weiß, aber ich meine, ich habe den vernünftig eingestellt, den Winkel. Passt eigentlich so? Ja, war doch gut. Bleib doch drauf. Sieht gut aus. Sieht gut aus für uns. Na komm. Ha! Er muss an dem Schläger liegen, den er hat. Der grüne Schläger, der hat es echt drauf. Und neuer Skin. So, bevor wir jetzt aber aufhören, möchte ich euch nochmal ganz kurz auf diesen Turniermodus zeigen, wie man den startet. Ah, okay, der wär online. Cool. Gefällt mir. Aber Gegner finden wir jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle. Aber gefällt mir echt gut. Hat man wirklich so das Gefühl, man ist in der Arena. Zuschauer bewegen sich alle auch ein bisschen. Ist natürlich jetzt, ja, man kann nicht wirklich erkennen, also die Texturen sind sehr verschwommen, um Performance zu sparen, weil das sind schon echt einige Zuschauer, aber trotzdem, cooles Feeling. So muss das sein. Ja, Leute, das war VR Ping Pong Pro. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck von dem Spiel vermitteln. Ich bin da wirklich nicht gut drin, sorry, Leute, aber wir haben neuen Schläger. Ping. Ping, Pong, Ping, Pong, Ping, Pong, Ping, Pong. Ja, also ich bin da wirklich nicht gut drin, aber ja, ich wollte es trotzdem vorstellen, denn es gibt mit Sicherheit da einige Leute da draußen, die Tischtennis-Games in VR gerne spielen. Und ja, vielleicht kann man auch mal das ein oder andere Multiplayer-Game zusammen machen. Dann kommt einfach zu uns in den VR-Pack-Discord und dann kann man mit Sicherheit mal was ausmachen. Und ja... Das erstmal dazu. Also ich kann jetzt kein großes Fazit hier abgeben, weil ich dafür einfach zu schlecht in diesem Game bin. Für mich kam die Physik echt real rüber, war echt cool gemacht und Schläger kann man sich anpassen, wie man will. Außer, dass man den Linkshänder nicht wechseln kann. Also das müssen die definitiv einbauen, denn es gibt so viele Linkshänder. Ne, Hoshi? Also der Hoshi 82, falls ihr den noch nicht kennt, besucht ihn auch mal. Steht unten in der Beschreibung. Der ist Linkshänder und der hat da echt Probleme mit, wenn Spiele dann wirklich nur für Rechtshänder ausgelegt sind, was ich auch echt verstehen kann. Und ja, das habe ich jetzt auf die Schnelle hier irgendwie nicht gefunden. Ich habe es versucht, aber ich konnte immer nur den hier benutzen. Ja, Leute,
ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, wie immer, Like raus. Abo nicht vergessen. Würde mich echt freuen, wenn ihr mir ein Abo gibt. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.